Wasserturm. Der aus dem 13. Jahrhundert stammende trutzige Wasserturm sicherte die Südwestecke der Stadt. Seinen Namen hatte er vom vorhandenen Eingang des Mühlekanals in die Stadt. Der Grundriss des aus großen Quadern errichteten Turms ist durch Steinplatten sichtbar gemacht. Das zeitweise auch als Gefängnis dienende Bauwerk ist 1897 nach einer heftigen Debatte und einer äußerst knapp ausgegangenen Abstimmung der Spitzhacke zum Opfer gefallen.